Guten Tag, mein Name ist Thomas Kubatsch, ich bin einer Mitgründer von Ari Motors. Ich sitze hier in unserem allseits bekannten Ari 458 Elektro-Kleintransporter. Diesmal nicht nur mit einer Rundumleuchte, sondern einem sehr großen Aufbau, und zwar einem Müllsammelaufbau, der auch noch kippbar ist. Und alle Details zu diesem Fahrzeug schauen wir uns jetzt gleich mal genau an. Ja, der Ari 458, der ist ja einigen von Ihnen sicherlich schon bekannt als kleines Transportfahrzeug in verschiedenen Ausführungen, ob nun als Pritsche oder als Kofferaufbau oder eben auch als Kipper. Und hier kam eben auch der Bedarf nach einem Müllkipper. Und dieser Müllkippaufbau steht nun genau hier vor uns mit so einer praktischen Schiebetür an der Seite, so wie man das von diesen Müllsammelaufbauten halt kennt. Die hat dort oben und unten so eine Führungsschiene und ist dann also wirklich sehr robust. Das heißt, also kein Wind kann das mal irgendwie umschlagen oder sowas, ja, weil man muss ja nun mal leider Gottes bei Wind und Wetter raus, um irgendwelche Papierkörbe oder was auch immer einzusammeln. Und da muss man eben auf alle Eventualitäten vorbereitet sein und ja, so eine Schiebetür und dann eben, wie man hier schon sehr schön sehen kann, ein Metallaufbau macht da eben schon sehr viel aus, dass das Ganze eben sehr, sehr robust und massiv ist, aber auch trotzdem noch leicht, ja, weil wir reden ja hier über ein Leichtfahrzeug und wir haben eben 500 Kilo Zuladung und das können wir eben immer dann realisieren, wenn wir den sogenannten LiFePO-Akku verbauen, der eben deutlich leichter ist als ein Bleigel-Akku und damit dann eben auch hier die Zuladung gleich hochhalten können. Apropos hoch, hier klappt man mal die Klappe hinten auf, hat man gesehen, hinten durch die beiden Scharniere zu öffnen. Dann gibt es hier so eine Gummidichtung, damit auch ja nichts rausläuft irgendwie von dem Zeug, was so weggeschmissen wird. Und dann hier nochmal der Blick auf den ja sehr cleanen und sauberen Innenraum des Fahrzeuges, damit da auch nichts hängen bleibt und so. Ja, das ist klar. Ja, verschließbar ist das Ganze auch. Wenn es denn sein muss, dass der Müll verschlossen werden soll, dann kann er da hinten einfach zu sein, damit vielleicht auch niemand da irgendwie dran rum manipuliert. Oben auf dem Dach hat man gerade noch gesehen, gibt es so Ösen für Feger und Schaufel. Und hier an der Seite ist dann das Bedienelement zum Bedienen des Kippers. Der Kipper an sich wird nicht über die Fahrbatterie in diesem Falle hier betrieben, sondern er hat eine separate Batterie. Die sieht man hier, da kann man das Ganze sozusagen an- und ausschalten. Hier ist nochmal ein extra Ladeanschluss für diese zusätzliche Batterie und somit habe ich hier sozusagen keine Einbußen in Bezug auf die Reichweite meines Fahrzeuges, nur weil ich eben viermal oder fünfmal hin und her kippe oder sowas, ja, das ist davon völlig autark, das war halt so gewünscht und hier sieht man nochmal schön, also hoch und runter und ich kann dieses Element hier, dieses Gelbe natürlich auch abnehmen und mein Finger bleibt trotzdem dran, auch wenn die Kipper-Sache da so runter rauscht, ja, also alles soweit in Ordnung und bedacht. Hier ist der Ladeanschluss, 4 bis 5 Stunden brauchen Sie bei einem leeren Akku, um das Fahrzeug wieder vollzuladen, direkt an der ganz normalen 230 Volt Steckdose. Und hier nochmal ein Blick auf die Räder, also Scheibenbremsen an allen 4 Rädern und einzeln aufgehangene Räder. Dadurch ist das Fahrzeug überraschend komfortabel. Kommen wir nachher gleich zu beim Fahren. Erstmal in den Innenraum, der ist gewohnt spartanisch. Ja, hier haben wir in der Mitte so ein paar Bedienelemente für Heizung und für die optionale Klimaanlage und Fensterheber und dann der Schalter für die Gangschaltung sozusagen vorwärts, rückwärts. Hier nochmal die Rundumleuchte, die dann eben nicht nur Rundumleuchte hat, sondern auch noch vorne solche kleinen Blitzelemente und am Heck auch nochmal. Und da sieht man nochmal oben diese Schnallen für den Besen und die Schaufel. Ja, machen wir die Warnblink wieder aus oder die Rundumleuchte. Dann hier nochmal ein Blick auf das Tacho. Und oben links sehen Sie noch so ein Zusatzdisplay. Das ist eben das Zusatzdisplay vom LiFePO-Akku, der eben jetzt anzeigt, aha, 100%, wunderbar. Und hier könnte ich auch noch die einzelnen Zellen anschauen. Wer das jetzt genau wissen möchte, kann da nachschauen, wie es seinem Akku so geht. Ansonsten der Innenraum, wie gesagt, nicht riesig, ja, kein Tanzsaal, aber ausreichend für die kurzen Fahrten eben im Stadtgebiet, damit man da zurechtkommt. Apropos Fahrten, wie fährt sich das Fahrzeug nun? Ja, also es fährt sich trotz des Aufbaus selbstverständlich weiterhin genauso agil wie
alle unsere 458 Fahrzeuge. Und selbstverständlich ist das weiterhin keine Luxuslimousine. Ja, es klappert, es scheppert, es ruckelt und zuppelt hier und da. Und das ist nun mal dem kleinen, der kleinen Bauform geschuldet und dem Umstand, dass es sich um ein Leichtfahrzeug handelt. Aber trotzdem, Sie sehen, zack, es zieht ordentlich ab. Also Sie sind jetzt kein Verkehrshindernis mit dem Fahrzeug. Sie können gut im Verkehr mitrollen, knapp 80 km/h Höchstgeschwindigkeit. Und da können Sie schon mal ganz gut unterwegs sein. Also im Schnitt fährt man so mit dem Fahrzeug 50 bis 80 Kilometer pro Tag und dann ist er natürlich auch entsprechend wendig. Hier gucken wir mal, zack, Wendekreis ist jetzt nicht nun, Sie können nicht auf der Stelle wenden, logisch, aber Sie sind bei knapp 11 Metern oder sowas, das ist also noch annehmbar. Ja, und ansonsten ist das Fahrzeug eben sehr, sehr agil, sehr einfach zu bedienen und man muss jetzt nicht erstmal großartig in die Bedienungsanleitung reingucken, um damit klarzukommen. Ja? Und wenn Sie also jetzt sagen, Mensch, so ein Fahrzeug, das brauchen wir für unsere Gemeinde, für unsere Kommune, für unsere Parkanlage und so weiter, ja, dann gehen Sie einfach mal auf unsere Webseite, konfigurieren sich so ein Fahrzeug, ja, und dann wollen wir mal schauen, ob wir vielleicht Ihnen genau das richtige Fahrzeug dann anbieten können. Ich danke vielmals und bis bald.